Herzlich willkommen zu unserem Jubiläumskonzert 25 Jahre Evangelischer Posaunenchor Viechtal. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie unser Jubiläum mitfeiern. Wir begrüßen ganz besonders neben unseren eigenen Bläsern auch Gastbläser aus den Nachbarchören, aus Cham, aus Nittenau, aus dem entferntesten Winkel unseres Dekanats und aus dem Nachbardekanat sogar aus Bogen und Hengersberg. Und natürlich unseren Landesposaunenchor Ralf Tochtermann, der uns dirigieren wird an diesem Abend. Außerdem unseren Bezirkskantor Aurel von Bismarck an der Orgel. Er hat extra auch ein Stück für Orgel und Posaunenchor komponiert. Das ist die eine Uraufführung an diesem Abend. Und die andere ist auch eine, die unser Posaunenchorleiter Michael Hollwein extra uns zum Geburtstag sozusagen komponiert hat. Eine Fanfare zu Nun danket alle Gott. Sie sehen es alles im Programm. Have a nice evening war unser Eröffnungsstück. Ich hoffe, Sie genießen diese Musik, die sehr unterschiedlich aus den verschiedensten Zeiten und Stilrichtungen zusammengestellt ist. Und in der Mitte, Pause heißt nicht, dass wir alle rausgehen und Pause machen, sondern da werde ich noch ein kurzes Grußwort sprechen. Ich freue mich auch sehr, dass unser zweiter Bürgermeister, Herr Kreil, sich Zeit genommen hat und da ist. Und so wünschen wir uns jetzt alle einen schönen musikalischen Spätnachmittag.
Thank you.
25 Jahre Posaunenchor Viehtag. Wie hat alles angefangen? Es war eine Initiative damals von Pfarrer Kittelmann und die erste Posaunenchorleiterin, die war eine Schwester von der Christusbruderschaft Falkenstein. Ursprünglich stammte sie auch aus Franken und sie kann leider heute nicht kommen, ebenso wie die Kittelmanns. Sie haben sich auch entschuldigen lassen und grüßen alle sehr herzlich. Die Schwester Christina Kittelmann hat uns aber ein schriftliches Grußwort für diesen Tag geschrieben aus Falkenstein. Liebe Posaunenchorbläser des Jubiläumschores Viehtag, das ist mir eine ganz große Freude, dass ihr dieses 25. Jubiläum feiern dürft und dass es den Viehtager Posaunenchor überhaupt noch gibt nach der aufreibenden Corona-Zeit. Als ich in der Anfangszeit immer mit einem Auto voll Zivis nach Viehtag gefahren bin, waren es 12 Jungbläser, die wir nachmittags im Einzelunterricht angelernt haben, um dann am Abend die ersten gemeinsamen Blasversuche zu machen. Heute klingt euer Blasen sicher viel besser als damals, wo ihr die ersten Töne versucht habt, aus euren Instrumenten herauszuhusten. Wie viele Menschen werdet ihr seither erfreut haben und an das Gotteslob erinnert haben mit euren Einsätzen? Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Energie das kostet, dran zu bleiben. Aber ich bin gewiss, ihr seid selber die Beschenkten. Gott lässt sich da nicht lumpen. Bei diesem Anlass gedenken wir besonders an Herrn Gottschling, den Bläser aus der Anfangszeit, der nicht mehr unter uns ist, der mit so viel Begeisterung dabei war und später noch seine Tochter Annemone mitgebracht hat. Gottes Wege verstehen wir oft nicht, aber wir müssen sie stehen lassen. Leider kann ich selber gar nicht mehr blasen und auch nicht der Einladung Folge leisten, zu eurem Jubiläum zu kommen, obwohl ich es liebend gerne täte. So bleibt nur mein Dank und ich wünsche euch nur, macht so weiter und bleibt dabei, bis ihr einmal in den himmlischen Bläserchor mit einstimmt. Gloria in excelsis Deo. Eure Schwester Gertrud Liedemann. Nicht Christa Gertrud, natürlich. Habe ich vorhin falsch gesagt. Ja, da kann ich als Reinschmeckter, ich bin ja erst seit 5,5 Jahren hier in Viehtag, nur mich anschließen und als Obmann kurz drei Kennzeichen, die mir wichtig geworden sind an unserem Chor, heute kurz hervorheben an dieser Stelle. Erstens, ökumenisch. Unser Chor, er verbindet evangelische und katholische Christen zum Gotteslob. Im Moment sind unsere 12 Aktiven, wie Sie auf dem Foto sehen, das war vom letzten Dienstag, also ganz aktuell, leider kann eine heute aus Termingründen nicht kommen, sonst sind alle da, sind wir genau halbe evangelisch-katholisch. Gegründet in der evangelischen Diaspora, in einem evangelischen Pfarrer aus Franken und einer Chorleiterin, die auch aus Franken stammt. Und lange Jahre war dann auch die Chorleitung ökumenisch mit Doris Kittelmann als Pfarrfrau und Michael Hollwein, der ja bis jetzt unseren Chor leitet. Zweitens, beständig. Von der allerersten Probe an war die Probezeit Dienstag um 18 Uhr. Und das ist bis in dieser Woche so geblieben. 25 Jahre lang hat sich daran bis heute nichts geändert. Beständigkeit hat dem Chor auch personell, war der Chor auch personell. Ein harter Kern von Gründungsmitgliedern, die schon von Jugend an in ihren Heimatchören gespielt haben, die sind immer noch dabei. Ein weiterer wäre sicher auch noch gerne dabei, wenn er nicht letztes Jahr viel zu früh gestorben wäre. Franz Gottschling, der auch lange Zeit Obmann war in unserem Chor. Wir begrüßen an dieser Stelle auch ganz herzlich seine Frau, die heute unserer Einladung gefolgt ist. Und wir werden nachher auch noch ein Stück besonders unserem Franz widmen. Von den vielen, die als Jungbläser hier ausgebildet worden sind, sind einige auch schon 10 oder 15 Jahre beständig dabei geblieben. Und beständig hat der Chor auch durch die Corona-Zeit hindurch alle Möglichkeiten immer genutzt, die gerade erlaubt waren und hat gerade durch seine Einsätze im Freien, zum Beispiel Adventsandachten, auch oder ich erinnere mich an einen Einsatz im Garten von Elisabethenheim,
hat er auch während dieser Zeit gerade Andachten musikalisch begleitet. Auch die Beständigkeit und Treue unserer Chorleitung ist dem Husarenchor sehr zugute gekommen. Und ein drittes Kennzeichen, fröhlich. Nicht nur einer unserer Mitbläser heißt fröhlich, sondern fröhlich ist auch die Stimmung bei unseren Proben und Einsätzen. Selbst wenn wir bei schweren Stücken am Anfang manchmal beißen müssen, aber die Freude am gemeinsamen Spielen zur Ehre Gottes ist immer zu spüren. Mit Humor und Geduld unseres Chorleiters Michael Bollwein haben wir schon so manches Stück am Ende doch geschafft, was zu Beginn aussichtslos erschien. Die Geselligkeit nach manchen Proben und Einsätzen ist nicht zu kurz gekommen. Ökumenisch, beständig, fröhlich. Diese drei Kennzeichen haben einen hohen Stellenwert auch bei Gott. So wie wir es in der Bibel lesen können. Ökumenisch, schon Jesus hat sich von Herzen gewünscht, dass seine Nachfolgerinnen und Nachfolger alle eins seien. Beständig, Gott selbst ist es, der uns beständig die Treue hält. Er ist treu, selbst wenn wir uns untreu sind, und er ruft uns zu Treue auf. Und fröhlich, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Alle Lob- und Dankpsalmen der Bibel strahlen diese Freude aus. Und so möchte ich hiermit auch als Gemeindepfarrer und Obmann unserem Chor wünschen, dass unser Herr uns diese drei Kennzeichen, ökumenisch, beständig und fröhlich, auch weiterhin erhält und dass wir durch unser gemeinsames Blasen und unsere Ausstrahlung gemeinsam auch die Treue unseres Gottes und die Freude widerspiegeln, die er uns schenkt. Und einige von den Bläsern und dem Chorleiter wollen wir heute auch besonders mit einer Urkunde von unserem Landesverband, die uns unser Landesposaunenmaterial Tochtermann mitgebracht hat, überreichen. Sie werden sich wundern, es sind drei, die für 40 Jahre Bläserdienst ausgezeichnet worden sind. Wie kann das sein, 40 Jahre Bläserdienst bei 25 Jahren Posaunenchor? Es ist rechnerisch schon ein Wunder, aber es liegt eben daran, dass diejenigen, die den Chor mitgegründet haben oder später dazugekommen sind, vorher in dem ein oder anderen evangelischen Posaunenchor schon Dienst getan haben. Und diese zeigen die dann schon auch mit anerkannt. Und da darf ich als erstes unsere Hildrud Sperber nach vorne bitten. Schon oder gut 40 Jahre hinter sich, eine Anstecknadel und eine Urkunde von unserem Landesverband. Dann die Marlies Hoffmann. Die Andrea Herrscher, auch in unserer ersten Stimme. Und eine für einen gewissen Roland Pelber noch. Und besonders wichtig ist unser Chorleiter, unser Landesverband stellt immer Chorleiterurkunden nur für 10 und dann 25 Jahre aus. Also Michael Bollwein ist, glaube ich, schon mehr als 15 Jahre, aber er bekommt jetzt nachträglich die für 10 Jahre noch. Freude am Blasen bewahrt haben und bewundere immer deine Geduld mit uns und dass du uns immer so motivierst. Wir haben dir dafür als kleines Dankeschön noch eine, neben dieser Urkunde, noch eine Urkunde als Geschenk besorgt, nämlich eine Urkunde für die Übernahme einer großen Patenschaft für ein Bienenvolk bei einer Imkerei. Da kannst du alles nachlesen, was da an Rechten und Pflichten damit verbunden ist. Ein Name zum Beispiel eines Bienenvolks wird nach dir benannt. Und ich habe auch noch ein kleines Handfestes. Wir sind dazu.
jedenfalls einen Honig mit und einen Honig, schon mal als Vorgucker. Und wir hoffen, dass du uns weiterhin die Treue hältst, dass wir mit dir rechnen können. Das würde uns sehr freuen. Deinen großen Einsatz heute auch und für das Stück, das du uns extra komponiert hast. Ja.